Herr Alhamari, oder Gröfatz, was ist Ihnen lieber? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ist Ihnen klar, was Ihr Künstlername bedeutet? Was ist denn das für eine Frage, Mann? Gröfatz heißt gröbster Fehler aller Zeiten. Das ist eine Ansage an meine Feinde da draußen. Wenn du dich mit mir anlegst, ist das dein gröbster Fehler aller Zeiten. Und ich rede hier nicht von dem größten Fehler, nein. Es ist der gröbste Fehler. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Mein Beruf ist, mit der Sprache zu hantieren wie mit einem Skalpell. Da gibt's auch immer mindestens 100%, oder? Digga, ich geb sogar 200%, Mann, Alter. Und Ihr bürgerlicher Vorname, Himmler, bezieht er sich vielleicht auf Heinrich Himmler? Wen? Den Architekten des Holocaust. Das ist eine infame Lüge! Ja, mein Vater ist halt so ein Oldschool-Typ, ne? Der hat all seine Söhne nach Feinden der Juden benannt. Aber ich sage nur, jeder macht mal Fehler. Ja, das ist doch ein Beispiel für gelebte Integration. Aber in Ihren Texten, wenn ich mal zitieren darf, ihr Hakennasen, ich werde euch alle vergasen. Mann, das sind Texte, das ist Hip-Hop. Mein Klient möchte auch gern etwas sagen.